Die haben vom Krieg eigentlich nicht zu viel mitbekommen, aber dann, als die Front immer näher rückte und unsere Truppen auf dem Rückmarsch waren, dann hat sich doch eine etwas bedrückte Stimmung breit gemacht. Not haben wir im Krieg eigentlich kaum gehabt. Man konnte Lebensmittel einkaufen, halt die Auswahl war nicht mehr so groß. Aber gegeben hat es alles, wir haben eigentlich keinen Hunger gehabt. Wir hatten keine Bombenangriffe und es war eigentlich sehr ruhig bei uns. Die Front rückte halt immer näher, das hat man ja im Wehrmachtsbericht immer mitbekommen. Ja, schon im Oktober gab es einen Bombenangriff auf Breslau und damit fing eigentlich für uns eine andere Zeit an, dass wir uns Gedanken machten, wie soll das weitergehen. Es kamen auch dann schon vereinzelt Flüchtlinge, die kamen aus den Ostgebieten. Man hat das nicht so recht wahrhaben wollen, aber in der Bevölkerung hat man das dann gemerkt. Die Jugendlichen wurden immer weniger. Die Männlichen, die wurden eingezogen zu etlichen Kriegsdiensten, sei es zur FLAG oder auch sonst diese sogenannten Wehrertüchtigungslager. Und wir Mädchen wurden auch eingesetzt. Zum Beispiel im Heeresverpflegungsamt, auch in der Waffenproduktion, unsere Schulklasse vor allen Dingen. Und das vermehrte sich dann halt, dass wir auch weniger Schule hatten. Es wurden viele Lazarette zu uns verlegt, weil wir eben ziemlich Ruhe noch hatten in Mittelschlesien. Da liefen dann halt auch sehr viele verwundete Soldaten herum und auf Weihnachten wurde man dann dazu aufgefordert, sich einen Verwundeten zur Weihnachten an Heiligabend mit ins Haus zu nehmen. Im Dezember setzten die ersten Flüchtlingszüge ein. Es war einem verboten, die Stadt einfach so zu verlassen, sondern man hatte einfach da zu bleiben. Es gab ja einige, die dann eben doch abgefahren sind, aber das Gros ist geblieben. Die Bevölkerung hat das zum Teil natürlich auch eingesehen, denn man sagte sich, wenn die Soldaten, die zurückweichen von der Front, wenn die in lauter leere Städte kommen oder Dörfer, überhaupt Ortschaften kommen, dass sie sich dann fragen, ja, was haben wir eigentlich verteidigt? Wir haben ja gehofft, dass eventuell die Front an uns vorbeigeht oder dass wir schnell überrollt werden. Also der Wille zur Flucht war nicht zu stark. Dadurch, dass meine Mutter Ende November verstorben ist, war bei uns natürlich ein ziemlich trübes Weihnachten, auch ohne Kriegseinwirkung. Da begann dann aber schon nach Weihnachten mehr Flüchtlinge aus dem Osten zu kommen. Die kamen dann aus Ostpreußen und Westpreußen und da setzten dann schon die richtigen Trecks ein. Und das war natürlich auch ein sehr trübseliger Anblick. Die sahen alle gleich aus und fuhren auf Schlittenkufen. Es gab viel Schnee und es war auch kalt. Das war natürlich auch deprimierend. Die Kälte, man konnte nicht mehr alle Räume heizen, weil das Heizmaterial fehlte. Man hatte meistens nur einen beheizten Raum und die Küche. Mehr war da nicht. Und dann kam noch die Verdunklung dazu, dass auf den Straßen alles dunkel war und dunkel und kalt und dann das Gefühl, also hier rollt irgendetwas auf uns zu, das war also schon bedrückend. Und Ende Dezember hörte man auch von Breslau her Artilleriebeschuss.
Am 10. Januar wurde Breslau geräumt. Und dann wurde bei uns die ganze Stadt voll. Wir hatten überall fremde Gesichter. Man kannte kaum noch irgendwelche wirkliche Bunzlauer. Und dann wurde es auch ein bisschen knapp, zum Beispiel mit Brot. Wir Bunzlauer, wir wussten dann halt immer noch in der Peripherie einzelne Geschäfte, wo man dann auch noch Brot bekam. Und die kamen meistens in der Nacht. Tagsüber war das mit Flugzeugen und so zu riskant. Wir waren drei Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren. Ich war 16. Und da haben wir uns zusammengetan zu einer Gruppe und haben uns jeden Abend am Bahnhof getroffen. Und es gab dann auch andere Gruppen, die genau das Gleiche machten. Und da sind Flüchtlinge gewesen, die Verwandte in Bunzlau hatten oder einfach Station machen wollten. Und die haben wir dann zu den Verwandten gebracht. Haben wir meistens Koffer getragen, denn die waren schon ein bisschen abgeschwächter von der langen Fahrt. Und die da Station machen wollten, die kamen in Turnhallen. Ein Gang, ein freier in der Mitte, rechts und links Stroh. Und da lag man dann eben drauf und konnte schlafen. Und es kam zu keinem Chaos. Es funktionierte. Die einen sagten, also ich gehe auf gar keinen Fall von zu Hause weg. Und die anderen sagten, ich habe eine junge Tochter. Die Kampftruppe, die da kommt, ist nicht unbedingt harmlos. Jungen Frauen und Mädchen gegenüber. Also ich muss gehen. Bei den Alten war es auch wieder so, die wollten eigentlich da bleiben und gingen dann doch auf die Flucht auf Bitten ihrer Kinder. Und die sagten, komm Opa, wir lassen dich nicht alleine da. Mir ging es ähnlich. Mein Vater wollte auch in Bunzlau bleiben, eben weil meine Mutter kurz vorher verstorben war und er wollte das Grab nicht alleine lassen. Und dann haben die Nachbarn ihn wieder beredet und gesagt, sie müssen weg. Und ich habe auch gesagt, Vati, ich lasse dich nicht alleine. Und daraufhin hat er sich dann doch dazu entschlossen, auch auf die Flucht zu gehen. Das war dann aber erst im Februar. Wir hatten dann auch wieder Schule ein paar Tage. Was hieß immer, naja, vielleicht geht's doch vorbei, vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber die Stimmung war eben schlecht. Und dann fiel uns auf, dass die Flüchtlingszüge zum Teil auch schon durch unseren Bahnhof durchgefahren sind. Und Anfang Februar kam dann der Befehl, wir räumen Bunzlau. Koffer hatte ich schon lange gepackt. Aber mein Vater konnte nichts tragen. Mein Vater war selber sehr krank, hatte keinen Lebensmut mehr. Und da musste ich halt gucken, dass der auch einen Koffer gepackt hat. Aber er wollte das nicht. Ja, am 10. Februar hieß es dann eben jetzt ab. Die Bahnstrecke war nicht mehr sicher. Da gingen dann auch weniger Züge, weil sie nicht wussten, wie weit sie kommen würden. Also ging das über Omnibusse und Militärfahrzeuge. Und mein Vater, der natürlich wieder nicht weg wollte, blieb da, so bis es dann schon dunkel wurde. Und ja, ich komme nicht zu diesem Sammelpunkt. Wir hatten eine Werkswohnung und unter uns waren Büroräume. Und diese Büroräume, die waren belegt von einer Feldjägereinheit. Und da bin ich zu den Feldjägern gegangen und habe gesagt, ich habe ein Problem, ich kriege meinen Vater nicht auf diesen Sammelplatz. Da haben sie uns im so einem Jeep, so einem offenen Auto da auf den Platz gebracht. Da war es natürlich dunkel, kalt und eine riesen Menschenmenge. Und wir wollten uns eigentlich mit Verwandten aus Breslau treffen, aber das war unmöglich. Wir haben gesucht und gewartet und dann hieß es hopp, 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 jetzt wir wollen die Boberbrücken sprengen. Und dann sind wir noch in einem
Schützenpanzerwagen sind wir da rausgekommen. Wir waren zu 11 in dem Wagen drin. Neben dem Fahrer stand ein Eimer offenes Benzin. Also auf keinen Fall rauchen, da gehen wir hoch. Und dann sind wir da losgefahren, Richtung Westen. Immer die große Straße lang Bunzlau. Görlitz war 44 Kilometer. Und wir sind dann am nächsten Tag mit diesem Panzerwagen nach Dresden gefahren. Und dann hat mein Vater gesagt, er könnte nicht länger sitzen und wir sollten doch eine Pause machen in Dresden oder eventuell dort bleiben. Es wollte eigentlich keiner zu weit von Schlesien weg, weil man sich sagte, wenn die Front vorüber ist, die Kampfhandlungen, dann können wir wieder nach Hause. Und deshalb wollte man möglichst in der Nähe bleiben. In Dresden hat unser Panzer-Team, also die beiden Fahrer, gesagt, ja, wir fahren noch weiter, wir fahren jetzt nach Hof. Und mein Vater, nee, also das geht nicht. Und da sind wir in Dresden geblieben. Die Dresdner haben uns eigentlich sehr, sehr nett aufgenommen. Wir haben enorm gute Brote zu essen gekriegt. Und dann kamen wir auch in so eine Turnhalle, eben auf Stroh. Und dann hat mein Vater gesagt, irgendwie, das ist mir alles zu vollgestopft mit Flüchtlingen. Und so, das gefällt mir alles nicht hier in der Großstadt und mit Verpflegung und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir fahren weiter. Und da fuhr dann ein Flüchtlingszug oder mehrere, ich weiß es nicht mehr, die fuhren dann weiter westwärts. Und in so einen sind wir eingestiegen und sind nach Leipzig gekommen. Das war dann aber schon am 10. sind wir raus, 11. muss der 12. gewesen sein. Dann hieß es ganz schnell in den Luftschutzkeller, wir haben Alarm. Und dann sind wir stundenlang in dem Luftschutzkeller gesessen und wir haben immer Einschläge gehört, das wummt halt dann immer so und wussten nicht, was jetzt bombardiert wird. Und als dann Warnung gegeben wurde und wir nach draußen kamen, da haben dann die Leipziger, die ja auch noch mit in diesem Keller saßen, haben da gesagt, oh, jetzt brennt Dresden. Und das war dieser große Angriff auf Dresden. Und da wurden wir dann verteilt auf Privatquartiere. Meine begeistert waren die auch nicht davon. Mein Vater hatte ein Zimmer bekommen bei einer älteren Frau. Das war eine Witwe und ich war so ein bisschen in so einer Besenkammer untergekommen. Mehr oder weniger, aber im gleichen Haus waren wir. Wir hatten also weiterhin Fliegeralarm und wussten, wie weit die Front war und haben immer gesagt, na, hoffentlich kommt der Amerikaner schneller als der Russe voran. Und so war es dann auch. Und da hatten wir dann 1-2 Tage, also richtig Kampf. Und dann hat sich Leipzig eigentlich sehr schnell ergeben. Man hat ja gesehen, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Irgendeine Verteidigung bringt bloß Verluste. Die hatten wir ja nun wirklich schon genügend. Und da sind wir dann im Keller gesessen. Und dann hat es aufgehört zu schießen. Und dann haben wir mal geguckt, was los ist. Und dann waren die Amerikaner eben in den Straßen. Und haben die Bevölkerung halt aufgerufen, vernünftig zu sein. Und es hörte dann auf, immer zu sagen, wir kriegen das noch auf die Reihe, also wir müssen uns noch nicht ergeben. Also das hörte dann völlig auf. Da kam von der Kampftruppe, kam die Besatzungstruppe. Und das Haus, an dem wir untergebracht waren, das war ein Eckhaus. Und die Eckhäuser wurden alle besetzt. Logischerweise konnten sie an beiden Seiten gucken. Da hatten wir also sofort Amerikaner im Haus. Und wir mussten in den Keller und dort eben bleiben. Am ersten Tag fiel meinem Vater ein, du, ich habe meine Uhr im Zimmer liegen lassen. Das war natürlich eine goldene, auf die Flucht nimmt ja keine einfachen Uhren mit. Und da bin ich zu dem gegangen und der hat mich in sein Zimmer geführt, wo mein Vater halt untergebracht war und da lag die Uhr noch, obwohl im Zimmer Soldaten waren.
die riefen uns dann mal, ja, wir sollen doch mal kommen. Und sind wir in die Wohnung, da wo ich untergebracht war. Und da lagen die, sie waren farbige, die lagen dann in dem großen Ehebett von meiner Wirtin und ließen sich wohl gehen, wackelten mit ihren schwarzen Füßen aus dem Bettzeug heraus und haben gesagt, wir sind doch eigentlich ganz hübsch hier, haben sie so eben uns dabei gebracht. Und die waren also sehr, sehr lieb und sehr nett, muss ich sagen. Wir haben nicht drunter gelitten. Die waren dann nach ein paar Tagen, zogen sie wieder ab und haben wir Bilanz gemacht. Ja, was ist, ist alles noch da? Es war alles noch da. Sie hatten nichts angerührt, außer so ein kleines Zwetschgenmännle. Das hatten sie mitgenommen. Das hat ihnen wohl besonders gut gefallen. Es kam dann dazu, dass diese Zonen eingeteilt wurden, die amerikanische, die russische, die französische, die englische. Und da fiel Leipzig mit in die russische Zone. Das heißt, die Amerikaner zogen ab. Da sind viele junge Frauen und Mädchen mit den Amerikanern mit abgezogen. Wir sind da geblieben, eben nicht zu weit von Schlesien entfernt. Da haben wir dann wirklich Hunger gehabt. Es wurde geplündert. Leipzig hat kein großes Hinterland landwirtschaftlicher Art. Wir sind dann Kartoffelstoppeln gegangen. Da stand man um ein nicht allzu großes Feld, in Schlesien hatten wir viel, viel größere, stand man dann praktisch in Dreierreihen rum. Und der Bauer war auf dem Feld mit Hunden. Und man durfte da einfach eben nicht rein, bis der sagte, so, jetzt Schluss. Und dann war er weg. Da durfte man dann dort die restlichen Kartoffeln holen. Und dann stürmten alle auf das Feld ein, sodass man froh war, wenn man einen Pfund Kartoffeln für diesen Tageseinsatz noch ergattern konnte. Und das waren dann zum Teil eben auch keine guten Kartoffeln, die haben sie ja mitgenommen. Es waren winzig kleine Kartoffelchen, die man hatte, aber man war froh, dass man die überhaupt hatte. Und ähnlich war es mit dem Ehrenlesen. Wir sind dann Ehrenlesen gegangen, das spielte sich genauso ab wie das Kartoffelholen da. Und dann kamen wir nach Hause mit den Ehren. Ja, die wurden auf dem Waschbrett wurden die geruppelt. Da hat man auch bloß so ein kleines Säckchen voll gehabt. Die wurden dann geruppelt, dass die Körner ausgefallen sind. Und dann ist man mit den Körnern auf den freien Platz gegangen, auch vorm Haus irgendwo da, hat auf Wind gewartet. Dann hat man die Körner in die Luft geworfen. Da wurde dann die Spreu vom Wind weggenommen. Das war dann manchmal ein bisschen schwierig, weil die Tauben, die hatten auch Hunger. Und die waren dann mitunter schneller da, als die Körner runterfielen. Also es war ein richtiger Kampf. Dann wurde das durch eine Kaffeemühle gedreht und da konnte man Schrotbrot backen. Das ging eine ganze Weile und dann hieß es also, die Flüchtlinge müssen raus, das schaffen wir nicht. Da wurden wir wieder in den Zug geladen und haben uns gefreut, dass es ostwärts ging. Und kamen dann in dünn besiedelte Gebiete. Da ging das wieder los. Man kam in einem Dorf an. Und da wurde man dann auch verteilt. Also mein Vater und ich, wir bekamen eins angeboten. Das war ein Bodenraum mit nichts drin, außer rechts und links ein Strohsack zum Schlafen. Aber sonst nichts. Und haben gesagt, also wir haben keine Decken, es war ja Herbst, es wurde ja dann schon kühl. Also das können wir nicht. Und daraufhin wurden wir dann in eine Gastwirtschaft gebracht. Gastwirtschaft und Landwirtschaft. Und dort sind wir dann auch geblieben. Da konnte man aber auf die Felder Kartoffeln, also Säcke voll, so viel konnte man gar nicht schleppen, wie man da mitbringen konnte. Nur sind Kartoffeln, wenn man nichts dazu isst, setzt man Wasser an. Wir bekamen dann also alle so ein bisschen wässrige
Konturen. Und dort ist dann aber auch mein Vater gestorben. Der hat dann gesehen, dass mit einer Rückführung nach Schlesien fast nicht mehr zu rechnen ist und hatte ja vorher auch schon keinen Mut, wegzugehen. Und das hat ihm dann, er war selber ja vom Ersten Weltkrieg her beschädigt und dann noch der Tod von meiner Mutter und das war dann zu viel. Und er ist in Merzdorf dann beerdigt worden. Und ich habe mich dann an Schulfreundinnen gewandt. Wir hatten vor der Flucht schon Sammeladressen ausgemacht. Und da war eine dabei, die war in Arnstadt in Thüringen hängen geblieben und die hatte eine Lehre als Kinderschwester angefangen. Und da habe ich angefragt, ob sie da doch mal Füllung nehmen könnte, ob man mich auch annehmen würde. Und das hat dann auch geklappt und da bin ich dann nach Arnstadt und habe dann mein eigenes Leben halt anfangen müssen. Ich war dann 18 im Februar und im April habe ich angefangen.